weiter. Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. So, dann gehen wir erstmal jetzt raus zu Jens, nachdem wir uns entruckeln hier. Klasse. Standbild. So. Und bring dem die 10 Felle. Dann bringt er uns hoffentlich was übers Jagen bei. Ebenfalls wollte ich den fragen, ob der weiß, wo die, wo dieser eine weggelaufene Sklave ist. Das war ein bisschen übel, wenn ich den verpfeifen würde, aber in der Hinsicht, dass ich dann hoffentlich Kapdun irgendwann mal befreien werde. Ja, das dürften dann alle Wolfsfälle regelt sein. Sich das wieder. Lass mal sehen. Jawohl. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Sind immer Proportionen, ne, mit dem Oberkörper und dem kleinen Kopf da. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die Jagd bei. Was willst du wissen? Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist ein eigenes Attribut. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Das ist teuer, aber ich denke eine gute Investition. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Jagdgeschick vorher lernen müssen. Dazu bist du noch nicht bereit. Ja. Also. Krass. Alter, da werden wir... Dadurch, ne, dass man die Hauptattribute dafür steigern muss als Voraussetzung, muss man da am Ende dann doch eine Menge reinstecken. Oh Mann, ey. 125. Also prinzipiell müssen wir da jetzt wirklich 22 reinstecken, ne? Bring mir was über die Jagd bei. Gut. Gut. Dann weiter. Gut. Aha. Aha. Gut so. Ein guter Lehrer. So, machen wir es jetzt so hier. Weiter so. Toll, ne? So hier, wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, oh mein Gott, ich muss die vorhergehenden Talente lernen. Aber muss ich alle lernen? Das kann doch nicht sein. Jetzt drücke ich auch immer die falsche Taste. Also bekomme ich doppelt und dreifach zurück. Oh mein Gott, das fängt hier hinten an. Lautloser Jäger. Zähne krallen, Tierfälle nehmen. Uah! Der Held kann sich an Wildtiere ranschleichen. Na gut. Da muss ich halt doch nochmal 3 Lernpunkte extra ausgeben. Nehmen wir an, dass wir Lernpunkte genügend haben werden. Dass es uns aber gerade am Anfang helfen wird, diese Talente zu haben. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? 3000 Gold dafür, Alter. Das ist schon was anderes, als sich an Menschen heranzuschleichen. Die Pirsch macht es überhaupt erst möglich, in die Reichweite eines Wildtieres zu kommen. Schleich dich immer von hinten an. Und glaube ja nicht, dass die Tiere dich nicht wittern können. Kommst du zu nahe, ist es vorbei. Also ist die beste Waffe für die Jagd immer noch der Bogen. Okay, hat Sinn. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Schneid die Beute auf und zieh das Fell mit einem Ruck ab. Wichtig ist vor allem, immer von hinten nach vorne. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Ha! Den Bogen! Was für ein lustiger Kerl! So, ja. Zeig mir, wie ich den Bestien Zähne, Krallen und Hörner abnehme. Wenigstens das hier nur ein einziges Talent. Dass die Scheiße nicht absplittert. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Wenn du tief genug bist, dann hebelst du sie heraus. Ja, so, das sollte jetzt erstmal reichen. Ja, ist ja genug hier. Ich suche einen Sklaven. Sehe ich aus wie ein Sklavenhändler? Er heißt Harek. Er kommt aus Kapdun. Also an meiner Hütte ist keiner vorbeigekommen. Wahrscheinlich ist er immer noch in der Nähe der Stadt. Lol, vielleicht versteckt er sich ja in der Stadt. Das wäre zu geil eigentlich. Oh Mann, ey, wie diese Wölfe da rumjaulen. Kann ich hier irgendwo... Ich könnte mir bestimmt ein paar Pfeile abkaufen. Will ich aber nicht. Ich will das Gold behalten. Oh Mann, da schwebt da aber auch schon wieder Sense. So, oder unsere Talente mal direkt unter Beweis stellen. Haben wir schon gespeichert? Ich werde doppelt speichern und mich entruckeln. Ja, ich glaube, ich habe nur noch Feuerpfeile, ne? Yep. Und Sprengpfeile. Vielleicht ein bisschen schade, am Anfang direkt so mit auf die Tiere loszugehen, aber... Dann gehen wir einfach mit der Sense jetzt auf die Jagd. Ne, mit der Sense, mit dem Speer auf die Jagd. Was ist er denn? Da ist er. Der Wolf. Der Wolf. Er steht ganz starr im Gras.
Er hat uns gerochen. Attacke! Oh, was ein hungriges Biest. Oh, shit. Oh, oh, wir sind in seine Reichweite gekommen. Oh, verdammt. Er hat seinen Kollegen gerufen. Oh, das war's. So läuft das nicht. Epic Fail. Alter Schwede. Deswegen hat der Jens gesagt, kann man mit dem Bogen das einfacher machen. Vielleicht soll ich den doch mal ein paar Pfeile abkaufen. Fühle mich immer so knauserig, Pfeile zu kaufen am Anfang, weißt du? Kannst du in Gothic 2 überall finden. Wie viel Gold habe ich denn eigentlich noch? 5000 nur noch nach den ganzen leeren Zeugs hier. Na, willst du wenigstens mal einen Pfeil kaufen? Auch nur einen einzigen? Jens! Jens! Irgendwie hast du den Jagdbo. Der hat bestimmt Pfeile in der Truhe, ne? Ach, da ist er wieder. Zeig mir deine Ware. So, hat er denn so im Angebot? Ach mein Gott, das hat auch so wirklich nur Bolzen, ne? Das hat er nur Bolzen im Angebot. Hauptsache so Kampfbogen, Armeebogen, Langbogen hier. Heftig. Gut. Dann machen wir das anders. Dann locken wir den die Viecher höchstpersönlich an. Wo ist denn der andere da? Der ist hinten, ne? Dann locken wir den unteren zuerst an. Wir müssen jetzt sozusagen nur verhindern, dass wir zwei auf einmal an uns haben. Und wenn wir den ersten, den alleine hinkriegen, dann sollte er hinhauen, oder? So, lol, da mache ich direkt erstmal diese Kreisattacke. Oh, shit. Jawohl. Hi, Super Fox. Wunderschönen guten Abend. Ich wünsche dir was. Schön, dass du da bist. So, guck mal, da können wir auf einmal rohes Fleisch, Wolfsfell und Zähne ziehen. Alles auf einmal. Sehr gut. Tolle Sache. Super Fox, wie geht's dir? Richtig beobachtet. Wir sind hier richtig in Gothic 3 drin. Ganz am Anfang eigentlich noch. Wo waren jetzt eigentlich diese Hirsche, die hier rumgelaufen sind? Ja, Messer. Alles schön einsammeln. Was ist das? Ein Belia-Schrein, ne? Weiß nicht, ob das eine gute Idee, sich da direkt vor zu knien. Wenn das der Innos mitkriegt. So, komm, wir laufen mal ein bisschen hier an der Stadt vorbei. Ah! Hey du! Komm her, du! Yeah! Verdammt. Das ist nochmal mein Speer des Grauens. Oh, guck mal, hier hätten wir noch einen Wolfsfell gefunden. Meinem Speer des Grauens entkommen. Oh! Guck mal, wen wir da gefunden haben. Hi! Was? Wie? Was willst du? Geh weg! Ich suche einen Sklaven namens Harek. Hast du ihn gesehen? Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Doch, eins habe ich sogar. Klar. Hier, nimm. Super, danke Mann. Harek hier sind will die Fleisch. Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben. Super Quest! Du siehst aus... Was? Ich frag ihn einfach mal, vielleicht hat er wirklich gute Tipps. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Man weiß nie. Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Bis gleich in Loop. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Okay. Pflanzen vor allem. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Ich bringe ihn jetzt wieder zu deinem Besitz da Gamal. Ich meine, prinzipiell will ich die Quest schon ab... Ja, komm, für die Erfahrung mache ich das. Später wird er wieder befreit. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Jetzt wirst du bluten. Lol? Lol, Roffel, was passiert hier? What the hell? Lol? Übermütiger Bandit? Kann ich da helfen? Mit dir.
Wow. Was war das denn? Wo kam der denn her? Ist das normal? Ist das so ein getriggertes Event? Ist das ein Bug oder nicht? Hör mal, der versklavte Jäger hat aber eine Menge ausgehalten. Wow. Ist doch einfach auf dem, noch, Hauptsache hier ist noch ein Wolfsfell, ne? Wie ich eben gesagt habe. Oh, ein drittes sogar, jetzt bist du aber lächerlich. So, zurück zu uns beiden. Es gab da ein Problem. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Mal sehen, was er anzubieten hat. Ein paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir hier wegzukommen? Ich glaube, den muss ich dann bestimmt zu den Rebellen bringen, ne? Nach Redok. Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Hm. Hilf Harek zu entkommen. Ist eine schwere Entscheidung. Soll ich das machen oder... Verpfeife ich ihn trotzdem. Habe ich eventuell einen Lehrer, aber eventuell der andere könnte mir... ich spare mir das noch für den Moment auf. Ich werde jetzt erstmal wieder zurück nach Kapdun gehen und dem einen berichten, dass ich mich um die Wölfe gekümmert habe. Wer wollte das eigentlich nochmal von mir? Wollte Esil das? Ne, Esil scheinbar nicht. Ja genau, ich kann hier noch gar nicht rein, ne? Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Alles klar, Tangach. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Auf die B bin ich gerade gekommen. Wahrscheinlich Nein. Nicht. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Aha, also mir fehlen wirklich noch 45 Punkte. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Oh Mann, ey, die sind aber wirklich gereizt. Dann nehmen wir mal diese Richtung wieder ein. So, Bufford. Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Jens, der Jäger, meint, du bist zu gebrauchen. Toll. Ah, einer der Schweinehütten. Ich könnte den so verpfeifen, den anderen direkt. Lassen wir das mal. Ja. Sind die Orks zufrieden mit mir? Das heißt, ich habe keinen Ruf bekommen davon direkt? Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. In den Wäldern? Geh an die Küste? Ist klar. Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Ich vermute der übliche Nachschub. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. Mal gucken, was der uns beibringen kann. Stärke können wir da lernen. Ist auf jeden Fall sinnvoll. In der Schildparade gerade ebenfalls, aber... Gucken wir erstmal, wie wir so weiterkommen. Wirklich, reden wir noch mit den letzten Söldnern hier. Eventuell kriegen wir da günstig Pfeile. Der Cyrus bestimmt, der hat eine Armbrust. Reden wir erstmal mit Deckard. Du bist noch nicht lange hier, was? Das ist hier der Lagermeister oder so. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Mhm. Verstehe. Ah, hast du Arbeit für mich? Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Machen wir den erstmal. Bufford schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Bufford an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Okay, was Hast willst du denn? Arbeit für mich? Klar, du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ich lach gerade in mich rein, weil ich eben 6 Heiltränke oder so verschwendet habe. Ha! Shit. Wir kennen ja einen Alchemisten hier. Ich nehme mal stark an, dass wir selber... Warte mal, hatten wir nicht Teleport... Immerhin, dass wir jetzt schon so früh Teleportsteine bekommen. Heiltrank.
Erfordert Kenntnisse Alchemie 1. Kopfkissen ruft schon nach mir. Ach, Shinlu, du machst jetzt auch noch sozusagen ab ins Traumland. Ja, kann ich verstehen, ist ja gleich 12. Okay, wir haben aber genügend Wasser, wir haben genügend Fläschchen und Heilpflanzen. Alchemie 1. Haben wir das denn? Wo sind unsere tollen Talente? Oh Mann, ey. Ich komme nicht klar damit. Ah, hier haben wir es so. Alchemie 1, guck mal, da sollten wir die doch brauen können. Erst rein, Alter. Gar kein Problem, hier muss nichts gekauft werden. Selbst ist der Mann. Yzeel, ich werde mich mal gerade an deinen Utensilien zu machen schaffen. Ah, die Alchemie. Oh, guck mal, ich kann doch direkt mehrere machen. 3. Warum mache ich eigentlich nur 3? Ich meine, die machen wir direkt hier, was weiß ich. 6. 6 Heiltränke hergestellt. Guck mal, dann ziehen wir dir direkt knallert hier rein. Seht ihr mal? So, richtig frech. Und so wäre er für den nächsten Kampf gewappnet. Oh, guck mal, der hat gemerkt, dass ich seinen Alchemietisch begrapscht habe. Oh, ist er eigen, der Typ. Ich muss aber sagen, die Farbgebung gefällt mir schon. Jetzt jedenfalls, wo es ein bisschen dämmert. Jedes Mal, ne? Jedes Mal. Hier, wo es 18.48 Uhr ist. Wo es hier einen Sommer-Sonnenwechsel gibt. Sommer-Winter meine ich natürlich, aber naja. Hier hast du deine 3 Teiltricke. Danke, das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Wir sind doch im Gespräch, oder? Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Aha. Leichte Ork-Söldner-Rüstung. Guck mal, die kann ich sogar ohne. Ich dachte, die müsste ich. Dafür müsste ich Ruf haben, um die zu tragen. Scheinbar nicht. Die würde mich sogar auch gut schützen. Amulett der Reflexe. Amulett des Lebens. Ist gar nicht mehr so teuer eigentlich. Schutz vor Eis. Okay, Ringe. Ring des Kampfes. Magierstab. Nee. Weißt du was, ich werde dir mal den Knüppel hier verkaufen. Und die Helbarden hier ebenfalls. Oh, das Schwert kannst du auch haben. So, Goldausgleich und tauschen. So, dann reden wir jetzt noch mit Cyrus und dann müssen wir auf Banditenjagd gehen. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Vielleicht können wir den Koppe ja wieder mitnehmen. Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Ja, hast du immer so viel? Was würdest du lieber machen als vielleicht finden wir den in eine neue Schicht. Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Guck mal, vielleicht macht er doch genau mit. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Prinzipiell hört sich das gut an. Okay, dass wir jetzt nicht sagen können, ich bin zufällig auf Banditen. Ja, Marco, ich... Das provoziert den doch eigentlich eher, oder nicht? Immer so viel. Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Hab ich Schnaps? Glücklicherweise schon. Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. So, lass uns Banditen jagen gehen. Guck mal, da können wir es wirklich machen. Lass uns Banditen jagen gehen. Sehr gut. Lass uns Ortega einen Besuch abstatten. Die Sau muss irgendwo hier in der Küstenregion seine Räuberhöhle haben. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Wisst ihr, ich sehe das so. Komm mit. Los geht's. Der Typ hilft mir jetzt bei der Jagd. Auf Banditen. Im besten Fall kriege ich Erfahrung. Schaff's den Ortega umzuhauen. Und alles ist geritzt, da habe ich sogar noch eine Quest erledigt. Im schlimmsten, sagen wir, das ist ja der schlimmste Fall. Eventuell stirbt der dabei, hoffentlich zum Ende hin, also wenn Ortega dann auch bald tot ist. Und dann habe ich weniger Feinde in der Stadt. Oder potenzielle Feinde jedenfalls. So.
Ich habe nach wie vor nur 200 Leben. Vertue ich mich oder geht das nicht hoch? Muss ich Leben trainieren? Also ich sag mal so, geht das nicht hoch durch das Level? Oh. Ist aber... Warum kann ich hier jetzt nicht speichern? Bin ich im Kampf? Zählt das als Kampf? Ich gehe mal vielleicht ein bisschen aus dem Dorf raus. Ach nee, der Silas wollte hier... Nee, Quatsch, gar nicht. Wollte der Silas irgendwas von mir? Nee, scheinbar nicht. Gut, dann finden wir mal einen Weg runter an die Küste. Prinzipiell hier unten am Abhang sollte es ja passend sein. Ja, wo finde ich denn dann, war das eventuell hier an den Schreinen oder so? An dem Enos-Schrein oder Belia-Schrein, dass ich, meine Lebensenergie erhöhen kann? Oh, da geht's abwärts. Ein bisschen zu steil für Cyrus. Ich selber werde das bestimmt schaffen. Leben beim Enos-Schrein. Oh, shit. Der letzte war in Ardea, ne? Muss ich das jetzt wirklich... Wie mache ich das? Mit Lernpunkten? Ich muss Lernpunkte für Leben ausgeben? Weiß ich aber nicht, wie ich die Änderung finde. Ah! Shit. Warte. Wann auch immer du anfangen willst, mir zu helfen, Cyrus. Ja, so hier. Krass, habe ich auch schon wieder viel HP verloren. Die hat keine Krallen, die ich dem abziehen kann? So, jetzt kann ich doch hier, ja, jetzt kann ich wenigstens wieder speichern. Und da unten ist dann noch die Fischerhütte. Ey! Oh, eine kleine Anhöhe zwischen den zwei Stränden. Gehen wir doch mal ganz am Ende davon hin. Hinten haben wir auf jeden Fall noch einen Scavenger. Den würde ich eigentlich lieber mit einem Bogen jagen. Gerade weil der Cyrus, der fängt nicht direkt an. Na, warte, oh! Röschen. Guck mal, da haben wir direkt einen. Ich nehme mal an, dass das ein Bandit ist, oder nicht? Lol. Lass dir Zeit. Also ist gar kein Bandit, ach, oder? Oh. Jawohl, sauber, Cyrus. Guter Mann. Oh Mann, der hat's aber drauf. Jawohl! Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, du bist super. Hast du einen Schaden genommen? Ja, ein bisschen hast du Schaden genommen, ne? Halbstarker. Waldbeeren und Reis. Oh, Gesundheit, Cyrus. Das wird aber. Finde nur ich das oder geht hier am Ende so ein Virus unterwegs? Das sind noch drei Halbstarke. Ich glaube, das sind gar nicht die Banditen oder so. Wahrscheinlich sind die da unten am Strand. Hm. Guck mal, der eine geht pinkeln. Küstenregion. Nicht so wortwörtlich wie ich. Ah, okay, du meinst nicht direkt an der Küste. Ich hätte jetzt nämlich geschätzt, dass der vielleicht unterhalb von Kap Dun ist. War da nicht irgendwo so ein kleines... Ah, das ist jedenfalls ein Dieb, Räuber. Dann werde ich jetzt einfach mal einen Feuerfall benutzen. In der Hoffnung, dass der Cyrus mitmacht. Jawohl! Oh, shit. Der brennt sogar noch, der Typ. Oh ja. Dem hast du's gezeigt. So, Cyrus. Hoffentlich lebt der Cyrus gleich noch. Okay. Der eine Typ ist gerade mit dem Cyrus beschäftigt. Oh, da ruckelt hart. Alter. Ha! Okay, die waren leichte Beute. Was haben wir hier? Warenliefer. Au! Oh. Das ist gar nicht der Ortega, aber. Okay. Ich habe die Waren jedenfalls erhalten für den Ork. Wie hieß der nochmal?
Alles klar, ich suche erstmal so. Snapperkraut erhalten. Da haben wir auch hinten auch einen Lurker und eine Schildkröte. Cyrus, hast du Bock auf einen Lurker drauf zu gehen? Ich werde erstmal die anderen Viecher looten hier. Also war aber ein guter Kampf, Cyrus. Haben wir noch weitere Bolzen gefunden. So, wo sind jetzt die beiden toten Kollegen? Edles Schwert! Nice! Das finde ich aber ordentlich. Der Ortega wird doch hier nicht mitten auf dem Strand rumlaufen, oder? Da haben wir auf jeden Fall noch ein Alter, diese Deathclaws. Ah! Da kommen sie auch direkt an. Cyrus, mach dich bereit! Oh, verdammt, wo ist der Cyrus? Ah, da ist er. Jetzt kommen sie auch zu zweit. Cyrus! Pack das Schwert aus! Lol, es greift ja sogar zuerst den Cyrus an. So, das war's mit dir, du Mistvieh! Ah, da kann ich immerhin Lurker Clown nehmen. Ja genau, ich habe ja Reptilien heute nehmen noch gar nicht gelernt. Aber dann lasse ich vielleicht den anderen Lurker da noch gerade am Leben. Ich weiß nicht, ob ich es direkt am Anfang lernen werde, aber das Sumpfkraut nehme ich mal mit, ne? Ja, vielleicht finden wir den Fortuno irgendwann nochmal. So, also meine Intuition wäre jetzt eigentlich in da hinten in Richtung Kapdunleiter runterlaufen am Strand. So, kurz entruckeln. Wahnsinn, ne? Für einen Moment hilft das wirklich. Aber auch nur für einen Moment. Da fängt es schon wieder leicht an zu zuckeln. Na, erst rein die Engine. Also, ein bisschen über die Sichtweite wundere ich mich dann doch. Okay, jetzt haben wir hier viele Lurker. Oh, das Spiel pausiert ja gar nicht. So, komm an. Oh, shit. Oh, Mann, oh, Mann. Ich lasse dir... Oh, ich wollte gerade den Cyrus eigentlich gerade mal vorlegen lassen. Und weiter auf Distanz gehen. Viel weniger. Oh, Cyrus, der hätte ich aber auch umgehauen, ne? Das war aber ein harter Lurker. Ich meine, prinzipiell können wir jetzt auch einen Heiltrank nehmen, aber den sparen wir uns, glaube ich, wirklich für einen Kampf auf. Gerade weil das Fleisch, das können wir immer wieder von den Wildtieren einsacken. Da wäre es ein bisschen schade, wenn wir... Ich hoffe, dass mit den Äpfeln läuft das eigentlich immer noch so, dass man bei 25 Äpfeln Stärke dazu bekommt. Oder war das hier nicht mit Mühlenstein oder so, die es in den Bogen versteckt gab. So, bin mal gespannt, ob wir den Ortega finden. Aber auf jeden Fall noch einen Lurker. Ah! Bestienkraut! Oh shit. Verfolgt er mich noch? Ja. Los, Cyrus, hilf mir! Der macht gemeinsame Sachen mit dem. Jawohl! So. Also da hätte ich schon fast die alten Modelle von den Varanen, aber auch von den Lurkern installieren sollen von der Content Mod. Denn diese Lurker finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, die finde ich wirklich, wie gesagt, ich nenne die immer Deathclaws aus Fallout, gerade Fallout 4. Ich finde, so sehen die aus, das sind die geschrumpfte Deathclaws, die waren zu warm gewaschen. Boah, ist ein Traum, ein bisschen schade mit der Sichtweite hier, dass das dann erst, seht ihr, was ich meine, hier am Bildschirmrand, dass das dann nachlädt. Bisschen offensichtlich gerade. Aber wenn man nicht drauf achtet, sieht man es auch nicht. Oh shit. Dann bleibe ich lieber im Sand liegen. Ein Mistvieh weniger. Das ist wirklich so in den Kämpfen, ne, mit den Tieren. Wenn man nicht im richtigen Moment zuschlägt und die sozusagen im Stunlock hält,
Da hat man sehr schnell verloren. Blutschilf und Sumpfkraut. Ah, shit, dann haben wir noch den nächsten. Für das würde ich mir wirklich wünschen, dass ich noch mehr Pfeile dabei hätte, aber... Ich, Depp, hab all meine Pfeile schon am Anfang verballert. Au! Oh. Potenziell habe ich da den Fehler gemacht, von oben herab anzugreifen. Ach, kein Problem. Lurk haben wir auf jeden Fall platt umgehauen. Warte mal, war doch oben so eine Höhle? Shit. Es sind einfach ganz viele Lurker jetzt. Ai! Oh, das war... Oh, das wird knapp. Jetzt müssen wir den Cyrus auch noch raushelfen. Aha! Viel weniger. Wobei, meine HP hat der ja genügend. Wahrscheinlich kommen jetzt noch viel mehr Lurker. Am Ende ist der Cyrus überhaupt nicht hier in diesem kleinen Tal. Jetzt haben wir auch gar kein gebratenes Fleisch mehr, um uns zu heilen. Rohes Fleisch, rohes Hirschfleisch. Ja, essen wir mal ein paar Äpfelchen. Schnaps. Ah ne, Schnaps bringt Ausdauer. Alles klar. Werde ich machen. Ich meine, im Prinzip sind die auch auf Twitch selber. Aber natürlich in der schlechteren Qualität prinzipiell. In der guten Qualität ist das auf YouTube. Schicke ich die aber gleich per Ingame. Also, in-game. per Whisper in Twitch. Oh, das sind Goblins. Das ist nicht... Ich glaube nicht, dass es die Höhle von Ortega ist. Der wird sich schon nicht bei Goblins verstecken, oder? Aber wollen wir den Cyrus schon mal dabei haben. Wie viele Feuerpfeile habe ich denn? Sind die so selten? Ah, da kommt einer einzeln. Das ist doch schon mal angenehm. So, extrem ausdauerlastig der hier. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Jetzt können wir wenigstens speichern. Oh, da wird aber schnell dunkel jetzt. Dem hast du's gezeigt! Am Ende ist das nur eine Goblin-Höhle hier. Oh shit! Der Cyrus hilft jetzt nur noch mit dem Fernkampf. Ja, es sind alles Goblins hier. Es sind echt alles Goblins. Auf nur Goblins habe ich jetzt aber keinen Bock. Dann lasse ich die nächsten. Dann hau ich die nächsten um. Die jetzt sowieso schon ankommen. Und dann hau ich hier wieder ab. Und vielleicht hilft der Cyrus ja, indem der mal. Ja, oh shit, der kriegt den nicht hin. Das ist aber auch Buggy, Alter. Ja, der hat ihn wenigstens getroffen. Oh shit, der lockt die ganze Bande an. Ich meine, in Gothic 2 würden die jetzt wahrscheinlich alle runterfallen. Wahrscheinlich fallen die gleich bei mir runter und ich kann ihn nicht mehr looten. Oh, da hat er eine uns. Da. Und da ist unser Ork schlecht darunter gefallen. Cyrus! Hilf uns! Verdammt. Ganz traurig die Musik dann. Ja, ich weiß nicht, was es da unten in der Höhle noch weiter zu erkunden gibt. Ortega. Ich meine, prinzipiell musste ich den Ortega ja nicht... Für Cyrus sollte ich wahrscheinlich den Ortega umbringen. Aber für den einen Ork prinzipiell die Waren holen. Nicht, dass der Ortega am Ende so einer ist, der sich in Redok im Wald versteckt oder so. Dem hast du's so, das wäre erledigt. Oder im Landesinneren am Ende. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Das war nichts. Oh. Ich werde hier jedenfalls mal ein bisschen was looten. Ich könnte eigentlich mal einen Heiltrank schlürfen.
Ah! Drecksviech! Sehr schön, dass der Cyrus mir hilft, indem der erstmal die Hinteren versucht anzuschlagen. Ah, immerhin, ein paar trifft er hier. Okay, Cyrus, zwei sind noch übrig. Genau. Pack die Armbrust an. Das ist aber eine riesen Armbrust, Alter. So. Den letzten, den holen wir bei uns. Jawohl, hat er sogar getroffen. Nicht schlecht. Na, kommt ein bisschen vorbei hier. Wie der jammert, Alter. Okay. Na, shit. Wie peinlich. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Lol. Ich werde hier gleich noch runterfallen, wenn ich versuche, den zu folgen. Spannend, ob ich hier es schaffe. Ja, immerhin. So, jetzt können wir sie wenigstens looten. Die Truhe ist also verschlossen, aber die hier... ist alles hier schön gebratenes Fleischschwanz erhalten. Alles schön quick looten. Ah, die ist offen, die Truhe. Da können wir so reingucken. Was haben wir denn? Mehr Feuerpfeile, Ausdauertrank und Rohstahl. Immerhin. Alles, was nicht festgenagelt ist, wird jetzt mitgenommen. Jawohl, es hat geklappt. Blitzschlag, Nebel, Feuerball und Mana-Trank. Vielleicht nicht direkt etwas, was mir weiterhilft. Eine Menge Pilze eingesammelt hier. Warte mal, haben wir hier nicht irgendwo vielleicht eine Fackel? Ja, haben wir. So. Packen wir die auch direkt mal mit. Aus. Oh, das hört sich aber nach Minecrawlern gerade an. Wer ist denn das? Kampfmusik. Okay. Dann gehen wir mal ein Stück vor. Aua! Sollen wir versuchen? Ich glaube, das sind Ogre, ne? Und da ruckelt sich das Spiel tot. Lols. GG Cyrus, go, go. Du hast es so gewonnen. Bin mal gespannt, ob der Cyrus und ich das hinkriegen. Ne, go Cyrus. Du schaffst das. Sind nur drei. Ja. Ja, das heißt nichts. Der Cyrus, der packt jetzt seine richtigen Fähigkeiten aus. Ah, kriegt ihr das hinkriegen? Vielleicht, wenn ich denen ein bisschen helfen würde, indem ich so Feuerpfeile benutzen würde, aber... ach, ich weiß nicht, wie lange das Cyrus das noch schafft. Speicher lieber mal. Zum Glück habe ich das gemacht in dem Moment, wo diese Kampfmusik anfing. Das war ja klasse, Alter. Ah. So. Den... jetzt habe ich sogar vergessen, wie der Typ hieß. Den Ortega finde ich hier scheinbar... also in dieser Höhle wahrscheinlich nicht. Das scheint mir wirklich momentan eher eine Höhle zu sein mit Drecksbiestern. Da wollen wir vor allem hier nicht zu lange verweilen für die ganzen Oger, dass die noch ankommen. Oh, Waffenbündel. Das ist schon mal gut zu finden. Dann nehmen wir doch die Waffenbündel mit und hauen es ab. Ich nehme mal an, dass sich der Ortega nicht da unten versteckt, in der Höhle mit Goblins und, Ogern. So, kurz entrockeln, mal sehen, ob es was bringt. Jetzt habe ich natürlich ganz da hinten, Wahnsinn, guck mal, da kann ich hinten durch den ganzen Berg gucken und sehe da so eine, sehe da glaube ich eine Burg oder so. Klasse. Aber hier gab es oben noch einen anderen Weg, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nur ein Hintereingang zu denselben Höhlensystem, wo ich wahrscheinlich ebenfalls auf irgendwelche krassen Viecher treffen werde.
Hm. Vielleicht, wenn ich hier dem Weg folge, komme ich sogar genau dorthin. Ja. Oh. Das ist Minecrawler. Das ist auch nicht besser. Aber Minecrawler kriegen wir hin. Aber ist das ein einzelner Minecrawler oder... Einzelne Minecrawler könnten wir auch noch hinkriegen. Da hinten haben wir dann wieder Goblins. Cyrus, nach wie vor. Was auch immer du anfangen willst, mir zu helfen. So, ich gehe mal ein Stückchen zurück. Ich glaube, mit dem Orkschlechter wird das besser. Oh, nicht, dass der Gobble gleich mitkommt. So, lassen wir ihn nochmal draufschlagen. Wir wollen nicht zu viel Aggro aufbauen. Jawohl. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Kann ich den Minecrawler looten? Jawohl. Minecrawler-Zang und kleine Minecrawler-Platte erhalten. Dann haben wir den einen Goblin noch. Xinlu, vielen Dank, dass du dabei warst. Oh, lol. Ich dachte jetzt im letzten Moment sterbe ich noch. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Tipps. Und ich wünsche dir einen wunderschönen guten, wunderschönen Abend. Oh, Cyrus, du bist wieder dran. Mach's gut, Xinlu. Ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal. Am Donnerstag kann es sein, dass ich eventuell auf der PlayStation unterwegs bin. Und dann schmeiße ich eventuell da den Stream an. Sonntag aber auf jeden Fall wieder Gothic. Alla! Hilf mir mal, Cyrus. Okay, da kriege ich erstmal einen Heiltrank. So. Nach wie vor, ne? Ach, ich muss das Viech erstmal angreifen. Bevor der Cyrus da anfängt, auf die Idee zu kommen, mitzumachen. Okay, ja, scheint aber nicht so, als ob ich hier von oben... So, besser. Interessant eigentlich, dass der Cyrus sich nicht beschwert, dass ich hier mit denen auf Großwildjagd gerade gehe. Bin ich über eine Playsee-Session von denen nicht böse? Boah, das ist aber dann mal lieb. Da ist nichts mehr zu holen. Ah, guck mal, die habe ich aber mit Quick-Loot dann einfach gelootet. Probieren wir uns mal... Wie viele Dietriche haben wir eigentlich gerade? Zwei nur? Ja, ich meine, komm. Früher oder später müssen wir jede Truhe öffnen. Ja, jedes Mal nur Feuerpfeile. Vielleicht sollte ich mir auch nicht so schade sein, die einzusetzen. Oha, nochmal ein Gobbo. Ah, das ist aber un... So, jetzt gehe ich aber raus hier aus dem Höhlensystem. Hab keinen Bock mehr da drauf. Kommt da noch einer, Cyrus? Nee. So. Nee, muss ich zum Glück. Ich meine, der hat sau viel HP, der Typ. Abgebrochen. Ah, verdammt. Der nächste vielleicht? Das war der letzte. Ha! Ja. Ob das was wert war. Naja, hoffentlich kann ich bei dem Typen da oben was klären. Jedenfalls habe ich eine Armbrust rausgenommen. 500 Gold ist auch was wert. Oh Mann, ey, für den letzten Dietrich. Ob sich das gelohnt hat? Ich glaube eher nicht. So, noch eben gucken, was ich hier oben finde. Wenn sich hier nicht der Ortega versteckt, dann weiß ich aber auch nicht. Ach, oh mein Gott, das ist der Hintereingang zu dem Dorf. Ich werde verrückt. Ja, dann sage ich dem, gebe ich dem einen Typen jetzt einfach seine Kisten wieder. Werd hier pennen und guck mal, ob ich mir bei dem Typen da Dietriche kaufen kann. Wenn nicht, dann war das schon ziemlich riskant, das zu benutzen. Muss ich Ortega das nächste Mal wahrscheinlich suchen. Sieht aber auch hübsch aus bei Nacht, das Dorf hier. So, krass. Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Na also. Jawoll. Gut. Was willst du noch? Los, hau ab. Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt verschwinde. Sehr gut. Das Lagermeister hat bestimmt immer Arbeit. Ah, ja, genau, den könnten wir nach mehr Arbeit fragen. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin?
Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Ist aber teuer. Aber komm, ich glaube, das könnte schon nützlich sein. Verkauf mir den Kelch von dem gefangenen Paladin. Warum nicht? Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Wird schon nützlich sein. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Und das unnütze Zeug? Als Lagermeister hat man bestimmt immer Arbeit. Das kannst du laut sagen, Mora. Das Questpaket. Söldnerprobleme. Sie machen sich einen Spaß daraus, Hasen, Hirsche und Wölfe zu jagen. Mit meinen Pfeilen und Bolzen. Wieso mit deinen? Was glaubst du, woher der ganze Pfeilvorrat kommt? Die Söldner werden bezahlt, damit sie Morra-Arbeit erledigen. Dafür gebe ich jedem einen Köcher mit Pfeilen oder ein Bündel Bolzen. Und was ist jetzt dein Problem? Du wirst für mich neue Lieferungen holen. Aber ich bin kein Söld. Ich will kein Aber hören. Du besorgst mir neue Pfeile und Bolzen. Bekomme ich die Lieferungen einfach so übergeben? Was nützt mir eine Lieferung? Ich brauche Pfeile und Bolzenbauer, die mir das Zeug zusenden. Okay. Dann werde ich mich nach Händlern umschauen. Gut, Mora. Um die Bezahlung der monatlichen Lieferung kümmere ich mich. Wow. Das hört sich aber wirklich danach an, als wäre das eine Quest, wo ich wirklich in ein anderes Gebiet reingehen muss. Das ist aber ein bisschen Wahnsinn. Ich meine, wie soll ich das denn lösen, bevor ich die Stadt hier befreien will? Ach, wie viele Pfeile brauchst du? Das weiß ich noch nicht genau. Es sollten aber mindestens 900 Stück im Monat sein. Kennst du einen Händler in Silden, der solch eine Menge Pfeile verkauft? Wenn ich einen kennen würde, müsste ich dich nicht losschicken, Mora. Allerdings besitzt Silden ebenfalls eine Art Vorratslager. Frag mal den Lagerwärter Gives. Verstehe. Okay. Brauchst du viele Bolzen? Bei Bolzen kommt es nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität der Geschosse. Wenn ich im Monat 200 normale und 300 Klingenbolzen bekomme, bin ich bereits zufrieden. Aus Trelis bekomme ich genau die Ware, die ich haben will. Hört sich teuer an. Ja, Mora, es wird sehr teuer. Der dortige Schmied hat hohe Preise. Deswegen gebe ich dir jetzt 200 Goldstücke mit und weitere 300, wenn ein Bolzenbauer für Klingenbolzen gefunden wurde. Im Zweifelsfall haben wir Gold gemacht. Wenn du Gold abholen solltest, werde ich dich persönlich töten. Ja, oder so. Was? Ja, mach dich jetzt an die Arbeit, Mora. Okay. Ja, dann das ist immerhin etwas. Meine Güte. Können wir den Deckard noch... Ja, fragen wir mal, was der im Angebot hat. Ja, ne, das wäre jetzt der eine Ring, der wäre nützlich gewesen. Fragen wir den Dieb mal, ob der Dietrich hier eventuell hat. Zeig mir deine Ware. Ja, hat er. Und die sind gar nicht mal so teuer. 10 Stück jeweils. Das mache ich doch gerne. So, mal gucken, was wir dem eventuell dafür verkaufen. Ah, das passt schon. Mache ich mit Gold. So. Ausgezeichnet. Naja. Ortega haben wir noch nicht gefunden, aber mit Cyrus waren wir auf der Jagd. Uns fehlen, glaube ich, noch 10 Ruf hier in Khabdun, um mit dem großen Makka reden zu können, aber auch mit den gefangenen Paladin. Und eine Quest-Paket-Quest haben wir hier von dem erhalten. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen in der Welt rumlatschen. Das machen wir heute das nächste Mal. Mit der Aufnahme mache ich erstmal Schluss. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!